Bielefelder Alm abgesucht. Aber Carsten Heine war nirgends zu finden. Und dann gab es kurz vorm Spiel auch die Info, nix Alm. Carsten Heine ist doch nicht in Bielefeld. Er musste mit Schüttelfrost zu Hause bleiben. Ob der vielleicht auch mit den himmelblauen Leistungen zuletzt zu tun hat? Naja, also Herr Heine, wir sagen gute Besserung. Und wenn Sie jetzt zu Hause auf der Couch liegen, dann können Sie mal zuschauen, was Ihre beiden Co-Trainer da fabrizieren. Reiko Richter. Sie sind erfahren genug, meint Trainer Carsten Heine über seine Krankheitsvertretung Thorsten Bittermann und Kai-Uwe Jendrosek. Beide ehemalige Zweitliga-Profis, beide Abwehrspieler. Und auf die Defensive wird es heute für die Ostdeutschen hier in Ostwestfalen wohl auch ankommen. Wer auch immer beim CFC die Aufstellung momentan macht, so haben sie sich entschieden, um hier zu bestehen. Marc Endres, der in allen 21 Spielen bisher in der Innenverteidigung stand, fehlt nach Ampelkarte. Für ihn rückt Konrad ins Abwehrzentrum. Scheffel besetzt dafür die rechte Defensivseite nach der Änderungsorgie zuletzt in Osnabrück. Also gleich 6 Spieler ausgetauscht worden, ist es heute etwas smarter. Pockenberg hinten links für Cincotta und Leis halb rechts im Mittelfeld. 4-1-4-1, das taktische System. Gastgeber in Blau-Schwarz zuletzt mit 4 Siegen in Folge, der CFC mit 4 Niederlagen. Also klare Vorzeichen. Das ist Ulm mit Dick. Türpitz dazwischen und Einwurf Dick, der macht das Spiel schnell. Speed-Taste, Hämlein ist durch und los! Wahnsinn, drin das Ding. 4. Minute, Fabian Klos. Sein 12. Tor. Zuletzt hat er ja schon 2-mal in Halle getroffen. Aber liebe Chemnitzer, das war viel zu einfach. Dick führt schnell aus und Hämlein überläuft Hensel spielend leicht. Und dann hat sich Klos da in die Nahtstelle geschlichen. Die neue Innenverteidigung der Himmelblauen sieht ganz schlecht aus. Fabian Klos, diese macht er auch mit geschlossenen Augen. Und Thorsten Bittermann nach 4 Minuten alles Makulatur. Die Leichtigkeit schon weg, die er wollte. Und Norbert Meyer, Arminias Coach, der sieht durch seine Brille, dass Ronny Gabuszewski wieder nicht dabei ist. Den hatte er damals nach Düsseldorf geholt. Und der suspendierte Mittelfeldspieler könnte den CFC vor allem bei solchen Standards hier helfen. Pockenberg. Das ist nichts, das ist wenig. So sieht sie aus, die Torchancen des Chemnitzer FC. Das letzte Mal hat der CFC am 29. November getroffen. 1:2 gegen Mainz, 0:1 Groß-Asbach, 0:2 Halle und 0:2 Osnabrück. Bedrohlich klingt das Ganze. Viertelstunde vorbei, Arminia cool, relaxed. Ulm kreuzt, steckt wieder auf Klos durch, Fabian Klos. Wieder sind sie nicht am Mann. Räume viel zu offen. Und Philipp Pentke ist da. Seine Rückkehr ins Tor vergangene Woche in Osnabrück. Ja, überraschend, aber Maximilian Reule hatte ja zuvor einen sehr guten Job gemacht. Sie setzen nun auf Erfahrung und Führungsqualitäten der Älteren beim Chemnitzer FC. Doch bisher hilft es wenig. Mast, der Ex-Hallenser. Schuppan, der Ex-Dresdner, da ist wieder Schuppan. Schüttelt da Hensel ganz leicht ab. Schuppan und David Ulm. Der CFC schwimmt hier auf der Bielefelder Alm. Halbe Stunde vorbei, Anton Fink. Die Kapitänsbinde ist zur Kapitänsbürde geworden mittlerweile. 9 Tore, aber er allein kann es nicht richten. Fink! Wieder nix. So sehen sie aus, die Versuche der Chemnitzer. Und auch der zweite Ball ist dann im Aus. Fast verzweifelt sind sie hier schon, die Himmelblauen. 10 Minuten noch bis zur Pause. Dick, die Arminen, der zweite Ball. Ulm, der liegt richtig gut. Und Pentke ist da mächtig angefressen. Schnappt sich Röseler. Und warum? Der lächelt, weil er sich, Achtung hier, gleich jetzt weggeduckt hatte. Sinnbildlich für die Angsthasenvorstellung des Chemnitzer FC. 13.000 auf der Bielefelder Alm. Pause 1:0. Stefan Beutel und Kai-Uwe Jendrosek. Ja, sie sehnen die Winterpause herbei. Die zweite Hälfte. Was kann der CFC hier noch leisten? Anton Fink. Welche Idee hat er? Kurz auf Fabian Stenzel. Stenzel. Leis, aber das ist zu schlampig gespielt. Und die Arminen schalten schnell um. Langer Ball auf Klos, der macht sie immer wieder fest. Und da kommt Schütz.
Tom Schütz. Gute Situation. Und auch stark von Pentke. War nicht so leicht zu halten, dieser Ball von Tom Schütz. Er übrigens aus dem Nachwuchs des SV Babelsberg 03, der Mittelfeldspieler. Die anschließende Ecke. Wir sind erst 5 Minuten nach der Pause. Eckball von Florian Dick. Schlägt den Ball mit rechts. Und da ist Hämlein. Und er rutscht wieder durch. 2:0 Bielefeld. Christoph Hämlein, 6. Tor. Beide Stürmer der Arminen treffen. Und jetzt feiern sie schon den vorzeitigen Wintermeistertitel. Den Betriebsunfallabstieg nach dieser Wahnsinnsrelegation gegen Darmstadt im Sommer scheinen die Ostwestfalen verkraftet zu haben. Und sie haben auch das Glück des Tabellenführers. Hensels Kopfball auf Hämlein, dessen Seitfallzieher als Aufsetzer geht dann vorbei an Türpitz. Er zu klein und Pentke kommt nicht mehr hin. Mitte der zweiten Halbzeit, Bielefeld mit Ulm. Immer auffällig in der Spieleröffnung. Klos, der die Bälle mit dem Rücken zum Tor oft festmacht. Hämlein wieder. Pockenberg rutscht weg. Und da ist Mauersberger gerade eingewechselt. Das riecht nach Strafstoß. Aber Günsch, der Schiedsrichter, lässt auf dem Boden, auf dem Rutschigen solche Aktionen oft laufen. Hier gab es auch schon Elfmeter. Den kann man geben. Aber ein Anschlusstreffer und Chemnitz ist wieder im Spiel. Jetzt macht der Fink auch schon die Eckbälle. Pockenberg. Gefährlichste Aktion des CFC bisher im Spiel. Droht ihnen hier das 4. Spiel ohne eigenen Treffer. Noch ist Zeit. Einwurf Stenzel. Der kann noch lächeln. Wen findet er? Kill Gomez. Mit der Hacke auf Fink. Und das war auch nicht sauber. Sieht auch Thorsten Bittermann so. Und wir schauen noch mal hin. Deutlich stößt Birner Fink von hinten mit dem rechten Arm. Auch hier Elfmeter würdig. Und die CFC-Fans, ja, Weihnachtsbaum kaufen und schmücken wäre wohl heute die bessere Alternative gewesen als dieses Spiel. Mauersberger, wieder viel zu leichter Ballverlust da im Mittelfeld. Und die Arminen das ganze Gegenteil. Rösen das Rücken und da kommt Ulm, der Ball kam von Hämlein und wieder Pentke in der kurzen Ecke. An ihm lag es heute nicht, an Philipp Pentke. Dann Foul von Hämlein an Fink. Und wer soll den Freistoß ausführen? Na, er selbst, wer sonst? Anton Fink. Sie haben ja keinen anderen. Fink, der liegt sehr gut. Guter Freistoß von Anton Fink. Aber es reicht heute wieder nicht zum Torerfolg für den Chemnitzer FC. 28 Punkte haben sie geholt. Aber jetzt scheint gar nichts mehr zu gehen. 5. Niederlage in Folge. Im Moment fällt uns nichts ein nach vorne hin. Wir schießen keine Tore. Wir haben, glaube ich, 20 Saisontore. Das ist einfach viel zu wenig. Das riecht schon richtig nach Abstiegskampf. Ja, Abstiegskampf würde ich nicht sagen. Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Punkte noch Vorsprung. Für uns ist gut, dass jetzt endlich mal Winterpause ist, dass wir uns unsere Kräfte sammeln können und dann im neuen Jahr wieder voll angreifen können. Wir haben natürlich eine sehr negative Entwicklung, die wir im Auge behalten müssen. Wir sind jetzt froh, dass die Winterpause, auch wenn sie nur kurz ist, jetzt anbricht, dass wir uns wieder neu aufstellen können. Was alle interessiert, wie geht es dem Chefcoach? Ja, dem Chefcoach geht es soweit ganz gut. Also er hat nach wie vor leichte Probleme. Ja, er unterzieht sich jetzt mehreren Untersuchungen und da werden wir sehen, was da rauskommt. Wir gehen davon aus, dass er auf jeden Fall zum Trainingsstart am 3. Januar wieder mit da ist. Gute Besserung für Carsten Heine und schöne Weihnachten wünschen die Spieler ihren Fans. Das ist ja fast schon Galgenhumor. Stefanie, bitte. Ja, besonders himmelblau werden diese Weihnachten in Chemnitz auf jeden Fall nicht. Man könnte meinen, dass dieser junge Mann